Hallo liebe Tanzpaare, hier ist wieder Alex aus der Tanzsuite und mir geht es noch gut und ich hoffe euch geht es auch gut. Ich hoffe ihr seid gesund und könnt so ein bisschen das schöne Wetter genießen. Ich werde mit euch heute eine kleine Runde Technik machen. Das heißt, alle die im Cha-Cha oder in der Rumba ein bisschen an ihrer Hüfte arbeiten wollen, die haben jetzt die Gelegenheit was Neues zu lernen. Kommen wir zu der ersten wichtigen Technik und zwar ist das unsere Hüfte. Die muss flexibel sein, ansonsten können wir uns hier später nicht richtig bewegen. Deshalb könnt ihr gerne zu Hause einfach mal üben, den Popo so ein bisschen rechts und links zu wackeln. Und wenn ihr merkt, okay, hier seid ihr locker, ja, nicht mehr so versteift vom Homeoffice, sondern hier so ein bisschen flexibler, dann habt ihr schon mal die gute Grundvoraussetzung. Wenn ihr jetzt einen Rundschritt tanzt, dann dürft ihr hier auf dem Start Wiege erstmal entspannen, um reinzukommen. Und sobald ihr die nächste Wiege tanzt, versucht ihr, die Hüfte zu bewegen. Und zwar immer vorne, hinten. Das heißt, das Becken kommt leicht vor, geht zurück. Hier bleibt sie neutral. Jetzt geht sie nach hinten, nach vorne. Cha, cha, cha. Hüfte vor, zurück. Und cha, cha, cha. Zurück, vor. Im Cha, cha immer neutral bleiben. Vor. Cha, 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 Hüfte geht vor, zurück. Cha, 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 Hüfte geht zurück, vor. Lass uns, ob ihr die Tür hier zumacht und hier geht die Tür auf. Ja, das könnt ihr gerne mal zu Hause ausprobieren. Wenn ihr bei YouTube und Co. reinschaut, dann seht ihr ganz viele Technikvideos zum Cha-Cha-Grundschritt. Achtung, hier ist Obacht geboten. Es handelt sich dabei meistens um Turniertechnik. Wir sind hier wirklich im Haupttanzbereich, deshalb ist das alles so ein bisschen überspitzt. Ja? Natürlich geht die Tür nicht so auf, aber es ist für den Laien deutlich verständlicher, die Hüfte überhaupt in Bewegung zu bringen, als wenn ich sage, zum Beispiel die Hüfte bleibt im Cha-Cha erst links und kommt verzögert vor. Ja? Auch hier ist es wieder eine Verzögerung. Upp. Ja, das ist schwierig zu verstehen. Deshalb bitte ich euch, nicht vergleichen mit anderen Paaren, immer sein eigenes Level finden. Das ist ganz wichtig für euch und auch für die persönliche Entwicklung, denn so könnt ihr euch stetig steigern. Gut, viel Spaß bei mir zu Hause. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und ich wünsche euch weiterhin eine schöne Quarantänezeit. Ich werde mich immer mal wieder melden mit Videos. Auch die Lehrer werden sich melden. Und ich hoffe, wir stehen das gemeinsam durch. Und ich freue mich schon, dass wir dann hoffentlich in 3 Wochen hier wieder durchstarten können.